Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie herzlich zum Gottesdienst am heutigen Sonntagmorgen hier in unserer Eusebiuskirche. Schön, dass Sie da sind. Und ausdrücklich auch begrüßen, mit einschließen in meinen Gruß, möchte ich Sie, die Sie nun über die Monitore, über die Bildschirme mit uns verbunden sind, wann und wo auch immer, dieser Gottesdienst wird aufgezeichnet, wann und wo auch immer Sie ihn verfolgen und mitfeiern. Es gibt einen leichten Brummton in der Lautsprecheranlage. Es hängt damit zusammen, dass wir nachher Einspielungen vornehmen werden. Hat also technische Gründe, bitte davon nicht irritieren lassen. Der Gottesdienst heute steht unter dem Thema Alter. Älter werden und Alter. Was bedeutet Alter für mich? Was verbinde ich damit? Ich freue mich, dass Frau Nathalie Wittmann unter uns ist, Sie begrüßen zu können. Sie ist Mitarbeiterin im Seniorenzentrum Haus Thalegger. Sie hat dort die Leitung Soziale Betreuung inne und wir haben den Gottesdienst miteinander vorbereitet. Sie hat Menschen befragt, Bewohner im Haus Thalegger zum Thema Alter und diese Stellungnahmen hören wir nachher. Musikalisch wird dieser Gottesdienst gestaltet werden oder wird gestaltet von Herrn Andreas Buchholz an Orgel und Klavier und Sängern und Sängerinnen der Kantorei. Vielen herzlichen Dank dafür schon an dieser Stelle. Wir hören das erste Lied. Wir beten. Barmherziger Gott, auf unterschiedlichen Wegen sind wir unterwegs und nun kommen wir zu dir. Auf Unterschiedliches blicken wir zurück und sind doch vereint vor dir. Unterschiedliches liegt vor uns und doch bist du es, der uns unsere Wege führt und uns begleitet. Wir bringen mit, was uns bewegt, an Freude und Dank, Sorge und Unruhe und bringen vor dich, was wir auf dem Herzen haben. Schenk uns die Gewissheit, dass du weißt, wie es in uns ist und dass wir bei dir geborgen sind. Lass uns auch aufeinander hören, aneinander Anteil nehmen und voneinander lernen. Denn alle miteinander sind wir doch deine Kinder, gleich welchen Alters und welcher Herkunft. Lass uns einander stärken und einander ertragen, einander Mut machen und einander verzeihen. Amen. Wir beten weiter in Stille, miteinander und füreinander. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 46. Kapitel. So spricht der Herr, unser Gott: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Gedenkt des Vorigen,
wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Dein Wort, Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Was bedeutet Alter für mich? Was verbinde ich damit? Diese Frage habe ich in den letzten Tagen einigen Bewohnern des Seniorenzentrums Thalecker gestellt und die Antworten dazu aufgezeichnet. Diese Antworten werden wir nun über die Lautsprecher hören, gerahmt von den Strophen des Liedes »Ich singe dir« mit Herz und Mund aus unserem evangelischen Gesangbuch, die uns die Sängerinnen und Sänger der Kantorei vortragen. Einzelne Antworten werden von unterschiedlicher Länge sein, manche länger, manche ganz kurz. Dass ich so lange wie es geht noch gesund bleibe irgendwie. Und mich mit meinen Leuten, wo ich halt immer um mich habe, unterhalten kann und keine dummen Sprüche vor mir gibt. Vor allen Dingen, das hasse ich sowieso wie die Pest. Und ja, dass es mir gut geht einigermaßen noch. Bin jetzt 82, irgendwann in den nächsten Tagen 82 Jahre alt und hoffe, dass es noch, sagen wir mal nur bis ins 83. Jahr so weitergeht. Ich verbinde mit dem Alter die Gesundheit, die mir gegeben worden ist. Das ist das Wichtigste, das Nummer zwei, der Glaube, der dann kommt. Und der Glaube ist der Gang zur Messe, ja, das wäre es eigentlich. Das Alter ist nicht schön, aber man muss durch Gott, es ist alles gleich und muss jeden Tag dankbar sein, wenn man aufsteigen kann und wenn man einigermaßen noch sein Säckchen machen kann. Und da müssen wir durch und da sind wir jeden Tag dankbar dafür. Ich bin dankbar. Sie haben, bringt ja nichts, gell? Doch.
Man merkt es selber nicht. Man merkt, was eingetreten ist, aber so den Übergang merke ich jedenfalls nicht. Den merkt man nicht, das geht so schleichend. Aber und wenn, ich sag, wenn man gesund ist, dass er nichts weh tut, da kann man sich gar nicht beschweren. Ich jedenfalls nicht. Ich habe es anders überlegt, wo ich so Schmerzen hatte und alles. Aber nichts mehr, gar nichts, gar nichts. Und das ist ja das. Es ist natürlich, man ist dann sehr allein. Weil man. Bei mir ist ja so, weil ich habe keine Verwandten und keine Bekannten da. Ich bin ja in Deutschland allein, ne? Aber immer schon. Ich bin ja dann nicht mehr zurückgegangen, weil ich war da schon so lange da. Und dann sind sie da in Österreich noch angefangen, ich hätte gar nicht arbeiten können. Erstens mal, ich hätte keine Wohnung gehabt, gar nichts. Ne? Nichts gewesen. Aber naja, wenn ich oft sehe, was die anderen Leute, die so zusammen sind, ach Gott, jede zweite hat Schmerzen und jammert und stöhnt und was weiß ich, dann ja. Der geht's gut, mir geht's richtig gut. Wenn die alles, was die alles Schmerzen haben, was die alles, und die beschäftigen sich über Sachen, Autos, Sorgen, ja, was geht die das an? Das muss ich sagen, so tun bin ich gerade nicht, dass man da über andere Sachen Sorgen macht, die mir gar nichts mehr angehen. Das betrifft mich doch überhaupt nicht mehr. Ich bin froh, dass es so ist und dass alles gesund ist. Meine Tochter und die Kinder und mein Enkelchen und es ist alles gesund. Und ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich sage immer, wenn es so bleibt, bin ich sehr, sehr zufrieden. Weisheit. Weisheit. Also, ich habe eine neue Liebe gefunden im Alter. Das finde ich toll. Ich mache weiter so wie bis jetzt auch. Ich habe nicht rechts und nicht links. Ich mache so weiter. Meine Vorstellung. Und das mache ich. Nee. Warum soll ich das jetzt aufgeben? Und soll was anderes machen, gell? Ja, nee, also da gibt's nichts zu meckern. Sagen wir mal, ich weiß auch, dass ich genauso alt wie jeder andere wird. Aber da mache ich mir eigentlich nur gar keine Gedanken drüber. Ich weiß es nicht, ob es recht ist oder nicht. Also ich kann nicht leben und sagen wir mal leben und immer sagen, oh, jetzt ist das denn, dann bin ich nicht mehr da oder so. Kann ich nicht. Ich sage auch, wenn man krank wird und was auf uns zukommt, kann man nicht ändern. Das stimmt. Das also, kann man nicht ab oder weglassen, gell? Ja, das ja. Ist da und mit dem musst du leben. Und wenn du nicht leben kannst, dann bist du nicht mehr da. Und ich lebe jeden Tag, ja, das ist wahr, doch. Ich denke auch, was heute ist, ist vielleicht morgen auch, aber kann auch mal anders sein. Und fest uns nicht der Mut.
würde ich sagen, die Ruhe im Altenheim zu genießen. Also so viel Zeit, wie ich vor Gott habe, in meinem Leben hatte ich noch nie, überhaupt nicht. Ich war immer im Geschäft und morgens schnell, abends schnell. Und jetzt kann ich mir Zeit nehmen vor Gott. Und das ist für mich im Alter das Wichtigste. Ja, Kinder, Enkel und Urenkel. Und dass man noch Gemeinschaft miteinander hat. Also Gemeinschaft, sich noch einander erkundigt, wie es wohl geht und so. Also, so würde ich das vielleicht schon sagen, ich weiß auch wieder. Dass dann die Kinder sich noch für die Alten interessieren. Ja, so oder so. Ich weiß auch wieder. Ich sehe es Alter auch so Last. Also Last? Ja. Ich weiß es auch manchmal Last. Dass ich so oft sage, wird man denn so alt? Ich habe mal zum Arzt gesagt, oder zu meinem Arzt selber gesagt, da müssen Sie Gott fragen, warum man so alt wird. Ja, da kriegt man ja keine Antwort. Gell? Weil Gott so will, dass man noch lebt und was man noch, das kriegt man keine Antwort. Also das muss man akzeptieren. Gott will, dass ich lebe und als das muss man es annehmen. Ich bin in jungen Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Klammer Johannes 3, Vers 5. Das hat meinem Leben Inhalt gegeben. Es ist mir ein Anliegen, dass dieses Leben ausreift zur Seligkeit, in Klammer in den Himmel kommen. Dazu helfen mir zwei Punkte, nämlich Wort Gottes und Gebet und Gemeinschaft. Das Alter ist halt, wenn man gesund ist, noch sehr gut. Aber wenn man halt verschiedene Leiden hat, ist es nicht mehr so. Die Kraft, die fehlt mir halt zum Laufen. Das ist das, was bei mir mich wirklich behindert. Aber sonst möchte ich sagen, ist es gut. Ja, doch. Unser Sohn und die Enkelkinder, doch, die bereiten mir viel Freude. Jetzt soll ich sagen, was ich denke. Ich denke, das Alter ist sehr schön. Ja, man muss es nur wissen, was man daraus macht. Nicht immer so wie ich hier liegen und schlafen. Das ist nicht gut. Ja, das ist für den Schwindel schlecht. Aber ich warte halt immer am Telefon, ob ich nicht einen Telefonanruf kriege. Ja, und ansonsten bin ich zufrieden mit dem Alter. Ich war nie krank, bis auf den Schlaganfall. Und dann so kleine Krankheiten, die mal jeder Mensch hat, ja. Aber sonst nicht. Ja, ich war zufrieden und bin auch zufrieden. Also für mich
bedeutet das Alter. Zuerst mal der Krankenstand, Hilfe. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe, ohne das geht es nicht. Und dann, es bedeutet für mich also viel Weisheit. Da kann man schon mehr verstehen, mehr ausdrücken, mehr sagen, was man will. Also auf jeden Fall Weisheit, da muss man, da steht man schon ein bisschen über den Dingen. Mhm. Liebe Gemeinde, ja, was würden Sie sagen, wenn Sie gefragt würden, was bedeutet Alter für Sie? Was verbinden Sie damit? Oder wenn wir Jüngere fragen würden, was verbindest du mit Alter? Wir haben einige, wie ich finde, sehr bewegende Antworten auf diese Frage gehört. Wir haben Menschen gehört, die erzählen von den Überraschungen der Liebe im Alter etwa und von den Früchten des Alters, aber ebenso wie von Belastungen, Beschwernissen und Sorgen. Wenn man Menschen fortgeschrittenen oder höheren Alters nach ihren Erfahrungen mit dem Älterwerden und dem Alter fragt, ergibt sich ein weit facettenreicheres und bunteres Bild als möglicherweise erwartet. Das in unserer Gesellschaft vorherrschende Bild von dem, was Menschen mit Alter verbinden, ist hingegen vielfach und vorwiegend ja eher negativ geprägt. Es herrscht ein regelrechter Jugendkult. Ziel ist für viele, bis ins hohe Alter, wie man dann sagt, fit und aktiv zu bleiben. Und mit sogenannten Anti-Aging-Maßnahmen wird versucht, mit allen Mitteln gegenzusteuern gegen jegliche Anzeichen des Alters. Was für ein Begriff, Anti-Aging. Dabei wird ausgeblendet, dass solche Bilder und Vorstellungen vom Alter einseitig sind. Und sie setzen auch unter Druck. Zum einen kostet es unendlich Kraft, in einen permanenten Kampf gegen das Alter eintreten zu sollen. Zum anderen gilt es, so meint man, vor dem Eintritt in das Alter, wann immer man das ansetzt, möglichst viel aus dem Leben herauszuholen, aus lauter Sorge, im Alter sind dann ja ohnehin nicht mehr viel anzufangen. Optimierungswahn und Leistungsdruck sind Folgen dieses Anrennens gegen die Zeit. Von Phänomenen wie Scham, dass Menschen sich ihres Alters schämen und Ausgrenzung alter Menschen einmal ganz zu schweigen. Wie wir mit dem eigenen Älterwerden umgehen, prägt unser Lebensgefühl. Ob wir es verdrängen oder verleugnen oder gegen es anzurennen versuchen oder es zu vertuschen suchen. Ob wir versuchen, es an uns heranzulassen, in Kontakt zu kommen zu ihm, es zu fragen, was es uns vielleicht zu sagen hat, das Älterwerden, welche Lebensaufgabe es mit sich bringen könnte. Schließlich werden wir alle älter. Und da ist, wenn es gut geht, die zunehmende Reife. Und mit ihr zieht, wenn es denn sein darf und wir es zulassen, ein Stück mehr Gelassenheit in unser Leben ein. Von Weisheit war am Schluss die Rede. Man stehe ein Stück schon über den Dingen. Wir können auf manches zurückblicken, was wir erreicht haben. Was gut hat werden dürfen in unserem Leben. Was uns gelungen ist und was uns geschenkt wurde. Wir wissen, wenn es gut geht, besser, wer wir sind und wer nicht.
müssen uns, wenn es sein darf und wir es zulassen, vielleicht weniger beweisen, uns selbst und anderen, weniger darstellen, können mehr sein und sind weniger angewiesen aufs Haben, wissen besser, worauf es für uns ankommt im Leben. Wir sehen im Alter, wie sie im Lauf des Lebens gewachsen sind, die Früchte des Lebens. Aber gleichzeitig tritt auch etwas anderes deutlicher hervor und kam auch zur Sprache, nämlich die schmerzliche Erkenntnis, ich bin verwundbar, verletzbar, mein Leben hat Grenzen und am Ende ist da die große Grenze der Tod. Da ist beides. Das sind, wenn es gut geht, die Früchte des Alters, die ich reifen sehen darf und in denen ich mich von Herzen freue, wenn ich auf mein Leben schaue. Und das sind die Grenzen, die ich deutlicher spüre, an die ich stoße und die mir anzeigen, meine Zeit ist bemessen. Wenn es also gut geht, gewinnt das Leben mit der Zeit an Tiefe. Wenn man mit der Zeit geht und nicht gegen sie anrennt. Und gleichzeitig nimmt die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität, der Schmerz zu. Über die Verluste und über die Grenzen des Lebens. Und sehr wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen zusammen, die Tiefe und der Schmerz. Und gewiss kommt es auch darauf an, wie ein Leben verläuft. Wir starten nicht alle vom gleichen Punkt. Und doch sind doch immer auch wir selbst es und oft in erstaunlichem Maße, auf die es ankommt und die sich fragen lassen müssen, was machst du aus deinen Möglichkeiten? Das ist doch, liebe Gemeinde, und zwar unabhängig vom Alter, was Leben ausmacht. Meine Möglichkeiten zu sehen und auch zu entdecken und mich daran zu freuen und meine Grenzen. Meine Potenziale zu entdecken und meine Verletzbarkeit zu spüren. Der Kraft, die in mir steckt, zu vertrauen und die Tränen, die ich in mir spüre, nicht zu unterdrücken. Gewiss beileibe gibt es auch unterschiedliche Phasen im Leben. Und auch das Alter seinerseits besteht aus unterschiedlichen Phasen. Manch einem kann mit 65 noch einmal vergönnt sein, aus dem Vollen schöpfen zu können, wenn Aufgaben und Verpflichtungen, die bisher seinen Alltag bestimmt haben, wegfallen. Aber mit 80 werden dann öfters die Möglichkeiten doch zusehends weniger, die Beschwerden nehmen zu und der Radius wird oft kleiner. Die eigene Sterblichkeit rückt in den Blick. Alter ist nicht gleich Alter, und auch von Mensch zu Mensch kann das ja durchaus verschieden sein. Und was man auch nicht sagen kann, in den jungen Jahren im Leben ist nur Licht und in den späteren Phasen nur Schatten. Einsamkeit zum Beispiel ist für viele Menschen im Alter durchaus ein Thema, aber eben auch für viele Jugendliche. Sie fühlen sich manchmal auch sehr einsam, schrecklich unverstanden und verloren, ringen mit sich und der Welt. So einfach ist es eben nicht. Manch einer steht äußerlich in der Blüte seines Lebens und weiß nichts damit anzufangen. Für einen anderen werden die letzten Monate seines Lebens zu den intensivsten. Den Tod vor Augen lernt er zu tun, was an der Zeit ist und begreift, dass jetzt der Moment dafür ist, unaufschiebbar. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wo im beruflichen Kontext etwa in Betrieben altersmäßig gemischte Teams von Mitarbeitenden gebildet werden, bessere Arbeitsergebnisse erzielt werden, als wenn alle der gleichen Altersgruppe angehören. Man bereichert einander und lernt voneinander. Und auch wenn beileibe nicht jede Begegnung zwischen Menschen verschiedener Generationen zur gegenseitigen Bereicherung beitragen muss, es gibt durchaus auch gegenteilige Erfahrungen, gibt es doch ungleich viel mehr Beispiele dafür, wie Großeltern mit einem Strahlen in den Augen von ihren Enkeln erzählen können und umgekehrt, wie wertschätzend bis ins eigene Alter Menschen davon, wie prägend ihre Erlebnisse mit Oma und Opa in ihren jungen Jahren für ihr ganzes weiteres Leben geworden sind. Das hat mir der Opa oder die Oma gezeigt. Was lernen wir daraus? Dass es miteinander besser geht,
Vorausgesetzt freilich, man ist interessiert aneinander und geht nicht davon aus, dass man selbst im Grunde doch eh alles besser weiß. Miteinander geht es besser. Altersforscher sprechen von einer sogenannten Sorgekultur, die es in der Gesellschaft zu kultivieren und auszubauen gelte. Mit Sorgekultur ist dabei nicht einseitig gemeint, dass die Jüngeren für die Älteren Sorge tragen sollen, sondern eine Kultur wechselseitiger Umsicht und Sorge der Generationen füreinander. Dass nicht nur die Jüngeren die Älteren im Blick behalten, sondern auch umgekehrt die Älteren die Jüngeren. Dass alle einbringen, was sie einzubringen haben, zum Wohle des Ganzen. Dass die Jüngeren hören, was die Älteren zu sagen haben und umgekehrt die Älteren, was die Jüngeren. Dass nicht jede Generation unter sich bleibt, sondern jeder Mensch jeden Alters fragt, was für die anderen wichtig sein könnte, um sich bestmöglich entfalten und sich ihrerseits in das Ganze einbringen zu können. Bestmögliche Teilhabe aller am gemeinsamen Leben. Sich in den anderen hineinversetzen, auch wenn dieser an einem ganz anderen Punkt im Leben steht. Versuchen, unterschiedliche Perspektiven und Belange zusammenzubringen und auch um Ausgleich bemüht sein, einander bereichern und um Kompromisse ringen. Sorgekultur nennt sich das. Sorgekultur in der Überzeugung, wir gehören zusammen. Leben wir doch alle davon, dass andere sich uns zuwenden und sich für uns erst einmal interessieren. Was bedeutet Alter für Sie? Was verbinden Sie damit? Vielleicht könnte eine Antwort darauf lauten, mit Alter verbinde ich die Hoffnung auch dann, wenn ich möglicherweise besonders darauf angewiesen sein werde, aufgehoben zu sein in einer Kultur wechselseitiger Umsicht und Sorge. Amen. Wir beten. Barmherziger Gott, wir danken dir für das Miteinander der Generationen. Wir danken dir für die Menschen in unserem Leben, die uns etwas zu sagen haben und uns mit Interesse begegnen, die fragen und wissen wollen, wie es uns geht, die ein offenes Ohr für uns haben. Barmherziger Gott, wir danken dir, wo wir nicht eingeschlossen bleiben in unseren eigenen Horizont, sondern andere Menschen uns neue Horizonte erschließen, wo in unser Leben durch andere Menschen etwas Neues hineinkommt, wo wir Anstöße erhalten durch andere und sie uns zum Nachdenken bringen über uns selbst und unser Leben. Barmherziger Gott, wir danken dir für deine Treue, mit der du nicht von unserer Seite weichst. Wir bitten dich, bleibe bei uns auf unserem Weg durch die Zeit und führe uns an dein Ziel. Lass uns nicht aufhören, nach dir zu fragen und vor allem erhalte uns die Dankbarkeit.
Lass uns das Gute dankbar aus deiner Hand nehmen und lass uns in schweren Tagen nicht verzagen. Barmherziger Gott, wir bitten dich um ein gedeihliches Miteinander zwischen den Generationen und um gerechten Ausgleich zwischen den Menschen in unserer Stadt, in unserem Land und auf der weiten Welt. Du willst, dass Frieden werde. So schenke uns Aufmerksamkeit und wache Sinne füreinander. Erhalte uns das Interesse und die Offenheit für andere Menschen und das, was um uns geschieht. Lass uns aufgeschlossen bleiben für das Leben, unabhängig davon, wie alt wir sind. Denn solange wir offen sind, bleiben wir offen für dich, Gott. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt noch Folgendes bekannt zu geben. Zunächst und zuallererst natürlich ganz herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet und gestaltet haben. Herr Buchholz, er geht zum Orgelnachspiel nach oben auf die Empore, den Sängerinnen und Sängern der Kantorei, Hans-Georg Glass und Moritz für die Technik und vor allem Ihnen, liebe Frau Wittmann, die Sie die Gespräche aufgezeichnet haben und wir haben das alles miteinander in gutem Kontakt miteinander vorbereitet. Und natürlich vor allem auch herzlichen Dank denen, die sich bereit erklärt haben, eine Stellungnahme, eine Antwort zu geben auf diese Frage. Das war mitunter gar nicht so einfach. Was würden Sie sagen, wenn Sie gefragt würden, was bedeutet für mich Alter und dann etwas sagen sollten? Also ich finde es sehr bemerkenswert und beachtlich, dass sich die Menschen darauf eingelassen haben, die Bewohner vom Haus Thalegger. Und ich darf mich auf diese Weise bei Ihnen bedanken und Sie auch grüßen, denn Sie werden morgen diesen Gottesdienst aufgezeichnet dann im Haus Thalegger in den einzelnen Wohngruppen mit den Menschen dort ansehen und dann können Sie sich auch teilweise selber wieder hören. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit finde ich auch jetzt gerade in Zeiten von Corona. Herzlichen Dank für das Opfer des Gottesdienstes am 7. Juni in Höhe von 275,20 Euro. Gott segne alle Geberinnen und Geber und Gaben. Das Opfer des heutigen Gottesdienstes ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Am kommenden Sonntag feiern wir auch zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr hier in der Eusebiuskirche und als Besonderheit dann um 10.45 Uhr in Bodelshofen. Und weil die Kirche so klein ist, dann vor der Kirche. Hoffentlich ist das Wetter so ähnlich gut wie heute. Beide Gottesdienste wird Kollege Pfarrer Brendle halten. Am morgigen Montag ist eine besondere Veranstaltung im Zusammenhang mit den Wendlinger Kulturtagen um 19.30 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte ein Talk, eine Podiumsdiskussion mit Pfarrer Peter Brendle oder unter Moderation von ihm mit Prälatin Gabriele Arnold, Bürgermeister Steffen Weigel,
den Präsidenten des Baden-Württembergischen Gemeindetages, Roger Kehle, und Klaus Winkler, Geschäftsführer der Gebrüder Heller in Nürtingen, zu dem Thema. Und plötzlich waren wir alle wieder Anfänger. Entscheidungsfindung in der Corona-Krise. Eintritt 7 Euro, Tickets unter der Homepage der Wendlinger Gemeinde, Rubrik Freizeit und Kultur. Eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Wendlingen am Neckar im Rahmen der Kulturtage 2020. Allmählich sind es wieder erste Begegnungen möglich. Am Mittwoch ist zum 19.30 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats, ebenfalls ein Treffpunkt Stadtmitte, weil wir ja entsprechend Abstand halten müssen. Dann ein Hinweis, ein kurzer zum Haushaltsplan 2020. Da muss auch der Form Genüge getan werden. Haushaltsplan 2020, Wendlingen und Bodelshofen. Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Kirchenbezirksausschusses am 18. Mai genehmigt. Er liegt in der Zeit vom 22.06., also von morgen bis einschließlich 30.06. zur Einsichtnahme in der Kirchenpflege aus, Zollernstraße 5. Wenn Sie Einsicht nehmen wollen, vereinbaren Sie bitte mit der Kirchenpflege einen Termin. Telefon 7280. Nun darf ich Sie bitten, sich zur Fürbitte zu erheben. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbene und uns alle getrost in Gottes gute und gnädige Hand. Unser Herr und Bruder Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag, eine gute neue Woche. Verleih uns Frieden gnädiglich. Empfangt Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.